Und dann die letzte, der 62, als Beta Havrančíková aus der Slowakei. Die achte wurde über 15 Kilometer. Jetzt sind sie alle entweder auf der Strecke oder schon im Ziel. Es steht immer noch die Bestzeit der Schwedin Antonina Ordina mit 8,7 Sekunden Vorsprung vor der Polin Malgosata Ruchala. Aber es deutet sich an, dass da einige schneller sein werden, denn die Zwischenzeiten von Kirvesniemi, Dicenta und Moen haben gezeigt, dass diese Endzeit noch unterboten werden wird. Trude Dübendahl nicht ganz so schnell wie eine Kirvesniemi und eine Dicenta. Die Weltmeisterin von 91, die übrigens bei den Landesmeisterschaften von einer jungen Norwegerin aus dem B-Team geschlagen wurde, die hier gar nicht am Start ist. Nur Zweite wurde. Nina Gavriluk stürmt diesen Anstieg heran. Jetzt wird noch einmal umgeschnitten. Auch ihre Zeit wird schwächer sein. Also das ist schon mal eine Richtzeit, die Maria-Lisa Kirvesniemi dahingelegt hat. Lasutina wird sie auch nicht unterbieten können. Sie bleibt knapper dran als vorher. Dübendahl war doch weiter zurück, aber das sind schon 6,6 Sekunden. Das ist nicht wenig auf einer so kurzen Strecke. Wie gesagt, da geht es noch einmal runter zu einer zweiten Steigung hinauf bei 3,3 Kilometern und dann eigentlich nur noch bergab ins Ziel. Eigentlich eine Freistil-Spezialistin, Elin Nielsen, sie wird sich darauf konzentrieren, am Donnerstag im Verfolgungsrennen einiges gut zu machen von dem, was sie heute verliert. Und sie wird einiges verlieren, das sehen wir hier schon an der Zwischenzeit, aber sie ist immerhin schneller als die Olympiasiegerin, Mario Drolik. Im Omega, kurz vor dem Ziel, noch 2 Minuten etwa zu laufen, Manuela Dicenta. Sie hat ja ihren ersten großen Erfolg. Sie kann ganz locker sein hier. Alles andere wäre eine Zugabe. Sie soll übrigens mit Vega Ylvang befreundet sein. Und sie hat neulich auf der Loipe ihre Akkreditierung verloren. Und Ylvang soll ihr, das hat sie zugegeben in einer norwegischen Fernsehshow, geholfen haben bei der Suche nach dieser Akkreditierung, bei der erfolgreichen Suche. Sie ist also wieder mit allen Abzeichen und Insignien ausgestattet, die man hier braucht, um durch die Kontrollen zu kommen. Schönes Bild hier. Sie hatte mal ein Tief, Mitte der 80er Jahre, als sie private Probleme hatte, sich scheiden ließ. Aber sie ist energiegeladen, sie hat Biss, sie hat Selbstvertrauen, sie hat sich mit den Funktionären angelegt. Sie ist so eine unbequeme Athletin, aber gerade die haben ja oft Erfolg. Und sie hat sich im Endeffekt durchgesetzt. Im reifen Alter von 31 Jahren ihren ersten ganz, ganz großen Erfolg erzielt mit dem Olympiasieg hier. Und sie hat sich vorbereitet, ganz allein, in der Nähe von Bormio, auf wechselnden Höhen. Und das hat ihr offensichtlich gut getan. So, noch eine Schleife. Da vorne dieses S und dann geht es ins Ziel für sie. Und das müsste reichen. Das müsste reichen, um Antonina Ordinas Zeit zu unterbieten. Volare, volare, so beschrieb sie es, was sie empfunden hat über die 15 Kilometer. Sie ist zeigeflogen. Vielleicht fliegt sie auch heute einer weiteren Medaille entgegen. Ob es die goldene sein wird? Schwer auf einer so kurzen Strecke noch informiert zu sein über die Zeit der anderen. Das ist kaum noch möglich. Da muss man einfach volle Pulle bis zum Schluss gehen und dann hoffen, dass es gereicht hat. Da können einem auch die Betreuer auf dieser kurzen Distanz nicht mehr sagen, wie man eigentlich im Rennen ist, weil die Vergleichsdaten fehlen. So, und Sie sehen, deutlich wird sie Ordinas Zeit unterbieten.
und setzt deine neue Bestmarke, Manuela Di Centa. Aber schon 2 Minuten hinter ihr gestartet, Maria Elisa Kirvesniemi. Und ich denke, dass die norwegische Regie sie gleich zeigen werden. Sie werden zeigen aber zuerst Ljubov Jegerova, die die Bestzeit vorlegt bei 1,9 Kilometern, 3,8 Sekunden schneller als Kirvesniemi. Also, da ist eine Dritte, die mitkämpft um olympisches Gold. Kirvesniemi Zweite. Und die Centa schon im Ziel. Das müsste Anita Moen sein. Richtig, aber sie tun das Richtige, die Norweger. Sie lassen einmal die nationale Brille ab und gehen auf Maria-Lisa Kirvesniemi. Das ist richtig, denn sie hat die Chance, hier Gold zu holen. Und was wäre das für ein Triumph? Kurz zurück noch einmal zu Anita Moen, denn auch sie wird eine gute Zeit vorlegen. Schneller noch als Ordina, nur knapp schwächer als die Centa. So, und jetzt schaut sie dahin. Manuela Di Centa. Sie hat 30 Sekunden ihrer Landsfrau Marjo Drolik abgenommen und jetzt gibt sie alles. Und es könnte reichen, es wird ganz knapp werden, in jedem Falle. Ganz, ganz knapp. Sie hat noch etwa 100 Meter und vermutlich reicht es nicht ganz für Maria-Lisa Kirvesniemi. Sie gibt alles, sie ist total erschöpft, Sie können es sehen. Jetzt ist die Zeit abgelaufen, die Centa bleibt vorn. Kirvesniemi hat nichts mehr zuzusetzen gehabt auf den Abfahrten. Das ist für mich überraschend. Platz 2 aber noch für die 38-jährige Finnin. Jetzt kann sie wahrscheinlich nur noch eine schlagen, denn die Zwischenzeiten bei 1,9 Kilometern zeigen uns keine weiteren guten Zeiten, mit Ausnahme der erwähnten von Jegorova. Auch Katharina Neumannova, die Juniorenweltmeisterin, wird nicht eingreifen können in den Kampf um die Medaillen. Das sind noch rund 2 Minuten bis ins Ziel vom sogenannten Omega aus. Sie ist jetzt am Anstieg zur letzten Schleife. Da sind es noch 1,5 Minuten etwa. Also es wird eine Zeit über 15 werden. Aber sie könnte, wenn sie so weitermacht, sicherlich in Zukunft den Russinnen, den Italienerinnen Konkurrenz machen. Sie ist noch sehr jung, bringt physisch eigentlich alles mit, sehr kräftig gebaut. Reicht nicht zu einer Medaille für sie, aber damit könnte sie unter die ersten 10 kommen. Vierter Platz für die Tschechin. So, Lasutina, die Weltmeisterin. Im letzten Bogen. Es ist schwer jetzt für die Regie den Überblick zu behalten, denn da kommt auch noch Trude Dübendahl, die sich noch ein wenig steigern konnte nach der Zwischenzeit. Aber es reicht nicht für die Norwegerin zu einer Medaille. Und schon gar nicht zu einer Wiederholung ihres Triumphs von 1991 aus Val di Fiemme. Di Centa, Kirvesniemi, Moen. Italien, Finnland, Norwegen. Das sind die ersten drei. Jetzt erst Lasutina. Eine sehr gute Zeit. Und die Möglichkeit, in die Medaillenränge vorzufahren. Ich glaube, zu einer Goldmedaille, zur Unterbietung der Zeit von Di Centa, wird es nicht mehr reichen. Aber
als Anhaltspunkt Kirwis Niemis Zeit 14:36:0. Anita Moens Zeit als Dritter 14:39:4. Na, vielleicht doch nicht ganz. Sie macht hier keinen Doppelstockschub mehr, sondern geht in den Diagonalschritt über, anders als viele ihrer Konkurrentinnen. Das ist vorläufig der viel zitierte undankbare vierte Platz, aber da kommt noch, wie gesagt, Ljubow Jegerova. Wir haben nichts gehört von Stefania Belmondo, von der kleinen Italienerin. Aber jetzt wird Gold vergeben, Gold oder Silber. Und es sieht danach aus, mit aller Vorsicht, als sei die Russin heute stärker als sie, als Manuela Dicenta. Sie schüttelt auch schon den Kopf. Wollte sie sagen, dass sie sich heute nicht so gut gefühlt hat. Kann mich mir gut vorstellen, nach diesem ganzen Marathon an Siegerehrungen und Interviews. Ich sah sie im Zielraum stehen vor zwei Tagen. Sie wurde richtig kalt. Ich dachte, jetzt holt sie sich eine Erkältung. Vielleicht hat sie sie schon. Trotzdem führt sie noch. Aber es sieht danach aus, als würde die Frau, die die Spiele von Albertville im Langlauf so geprägt hat, in den Loipen von Les Essies heute wieder eine olympische Goldmedaille gewinnen können. Ljubow Jegerova. Das ist noch nicht die Ziellinie. Wenn Sie sich eingesehen haben, liebe Zuschauer, da gibt es noch diesen einen Bogen, aber trotzdem. Sie hat noch fast 2 Minuten Zeit. Gerade in dieser Disziplin, über 5 Kilometer klassisch, war sie in Les Essies nur Zweite. Dreimal Gold, zweimal Silber damals. Einmal Silber hat sie jetzt schon. Und heute könnte es Gold werden. Stefania Belmondo im Übrigen im Ziel mit einer Zeit, die sie nur auf Platz 17 bringt. Sie ist eine introvertierte Athletin, schwer mit ihr in Kontakt zu kommen. Anders als Welbe oder die Centa ist sie zwar höflich, aber sie sagt nicht unbedingt viel, wenn man sich mit ihr unterhalten will. Da ist natürlich auch die Sprachbarriere. Sie lässt lieber ihre Leistungen in der Loipe sprechen. Ljubow Jegerova auf dem Weg, und das ist sicher, das weiß auch Manuela Dicenta, auf dem Weg zu olympischem Gold. Überspurtet die eine Minute vor ihr gestartete Svetlana Nagekina auf den letzten Metern. Noch einmal die letzten kraftvollen Doppelstockschübe. Und dann steht eine doch deutliche neue Bestzeit hinter ihrem Namen. Fast 20 Sekunden ist sie schneller als die Centa. Eine Ewigkeit auf dieser kurzen Strecke. Das ist der Olympiasieg. Nach ihr kommt keine mehr, die sie gefährden kann. Ljubow Jegerova. Auch nicht Inger Helene Nybråten, die Norwegerin, die beinahe so viele Rennen auf dem Buckel hat wie Marja-Liisa Kirves-Niemi. Schon vor 12 Jahren war die mittlerweile 33-Jährige in der norwegischen Goldstaffel bei der WM in Oslo im eigenen Land. Und sie war dann immer eine Bank in der Staffel vor allen Dingen. Der ganz große Einzeltitel fehlt ihr, den wird sie auch heute nicht erkämpfen. Könnte eine Zeit im Bereich von Platz 8 werden. Der wird momentan gehalten von Pirkko Mäete aus Finnland mit 14:51:5. Na, schneller noch sogar. Sie ist sogar Fünfte. Da sind die Abstände sehr knapp. Und sie ist damit zweitbeste Norwegerin. Die Norwegerinnen haben ein gutes Mannschaftsergebnis hier. Mit Moen an 4. Stelle, Nybråten an 5. und Dübendahl an 7. Stelle. Gibt ihnen sicherlich Hoffnung für die Staffel. Ihnen fehlen allerdings gute Skaterinnen, richtig gute Skaterinnen. Anita Moen, Elin Nielsen sind da nicht so stark wie die Russinnen, die Italienerinnen. Und sie hat heute Anschluss gefunden an ihre Traumtage von Les Essies. Ljubow Jegerova gewinnt den 5 Kilometer Langlauf
vor Manuela Di Genta. Und Gold und Silber sind einfach nur vertauscht. Es sind die beiden prägenden, die beiden dominierenden Langlaufgestalten bei den Frauen in Lillehammer bisher. Vielleicht bleibt es weiterhin so. Am Donnerstag wird der Vorsprung mit in die Loipe genommen ins Jagdrennen über 10 Kilometer Freistil. Dann hat sie also einen Bonus von fast 20 Sekunden und bei einer harten, griffigen Spur, wenn es keinen Neuschnee hat, ist das schon mal was wert. Dann könnte Ljuba Wiegerowa noch einen draufsetzen und über 10 Kilometer Freistil eine weitere Goldmedaille gewinnen. Mit der Zeitlupenstudie der Olympiasiegerin wollen wir zurückgeben ins Olympiastudio hinunter in Lillehammer ein Hoch.